Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Games. Wir spielen heute das Kit Katze. Ja, wir spielen heute das Kit Katze. Und wie ihr seht, spiele ich hier auch auf der 1.8, denn jetzt haben die Tab-Liste verändert. An der Seite kann man jetzt die Spieler-Köpfe sehen quasi. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die Runde so wird. Ich hatte jetzt keine guten Runden, weil irgendwie entweder war Ender Games oder die 1.8 verbuggt. Bei mir waren richtig viele Leute unsichtbar. Obwohl sie nicht das Kit hatten, mit denen sie sich unsichtbar machen konnten. Weil einmal war es ein Känguru, einmal war es ein Delfin, einmal war es ein Bomber. Ich verstehe es einfach nicht, dass die Leute das nicht hinkriegen, dass ich hier keine unsichtbaren Leute sehe. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Das würde mich echt mega interessieren. Weil mich persönlich nervt das einfach, wenn du einfach deswegen stirbst. Du triffst ja die Person nicht. Sie ist unsichtbar, du kannst sie nicht mal treffen. Und natürlich hittet die dich dann weg wie eine Nummer 1. Ist ja wohl mal logisch. Aber finde ich echt schade. Hier ist eine Kiste. Und hier ist wenigstens ein Diamant drin. Ja. Aber leider nur einer, der uns quasi jetzt nichts hilft. Hä? Junge. So. Okay, heute ist wieder alles verpeilt und chaotisch. Auf jeden Fall machen wir uns hier. Alter, ich bin irgendwie jetzt gerade komplett dumm. Für alles. Und hier ist schon jemand, der gleich auf mich losgehen möchte. Ich glaube, das war keine gute Idee von ihm. Ich glaube, er ist high. Ja, er ist auf jeden Fall high. Okay, jetzt haben wir ihn aber tot. Auch wenn du high warst, das ist mir egal. Woran ich jetzt erkannt habe, dass er high war, er ist sofort ins Wasser gegangen, hat mehrere Hits ausgehalten, obwohl er keine Ausrüstung aus hatte. Und nochmal als Bestätigung, er hatte einen Wassereimer dabei. Natürlich konnte das jetzt alles auch nur Zufall gewesen sein, aber das schätze ich eher nicht. So, ich renne mal mit voller Power den zwei dahinterher. Vielleicht erwische ich ja einen. Oh, Leute, den haben wir jetzt aber sehr, sehr gut noch bekommen. Also das muss ich jetzt echt sagen. Der hatte einige Items dabei. Und das Geilste ist, dass ich jetzt ein verzaubertes Schwert habe, was mir zwar überhaupt nichts bringt, weil es Nemesis der Gliederfüßler ist, aber naja, wenigstens irgendwas. Ich werde mich jetzt aber auf jeden Fall mal auf den Weg zurück machen, denn ich hänge hier einfach gerade fest, sozusagen. Ich bin echt gerade am Arsch, wenn ich geportet werde und ich werde gehittet, dann bin ich nämlich wahrscheinlich instant tot, aber was soll man machen, Leute? So funktioniert das Spiel und ja, leider nicht immer sehr fair. Aber was soll man machen? Oh, 39 Blöcke, ich muss echt hier weg. Warum habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich auf Versehen diesen Trank da gegessen oder was? Okay, er ist da oben, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ich brauche auf jeden Fall eine Werkbank. So. 52 Blöcke, das ist mega riskant, was ich hier mache. So, ich würde aber einfach mal sagen, geschafft. Und jetzt esse ich den Fisch. Und jetzt renne ich mit Vollgas auf die Person zu. Weil wir sind ja sowieso wieder fast gereckt. Aber nur fast, Leute. Oh. Den haben wir wohl erwischt. Oh, jetzt haben wir sogar ein Schärfe-Diamantschwert. Und hier, das hier möchte ich auch noch haben. Ja, toll. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht mehr so schlecht ausgerüstet. Und zum Glück haben wir den jetzt noch bekommen hier. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Kacke, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, gut, weiter. Den verzauberten Bogen haben wir, den müssen wir echt einsetzen, Leute. Den verzauberten Bogen, der ist auf Stärke 1 verzaubert. Den könnten wir echt noch gebrauchen, ja. Also das ist was, das... Oh, was? Wir sind schon die letzten zwei. Wie schnell ging die Runde jetzt, bitteschön? Ich habe keine Ahnung, aber die Runde verging jetzt wie im Flug. Ja gut, dann kann ich ja jetzt lauter Fische spammen. Weil... Dann ist es ja jetzt egal.
Aber okay, jetzt esse ich auf jeden Fall den Fisch. Dann würde ich sagen, dann geht's jetzt los. Oh, schade, er hat mich aber noch bekommen. Aber er hatte auch eine bessere Ausrüstung. Und ich glaube, man kann auch gar nicht Blockhitten bei der 1.8. Also ich weiß es nicht. Soll ich noch in der Runde gehen und das testen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann nicht Blockhitten. Denn ein YouTuber hat das mal gesagt, dass man bei der 1.8 nicht Blockhitten kann. Auf jeden Fall, Leute. In der Lobby laggt's, wie ihr seht, wenn man Tab drückt, weil die ganzen Items da ja geladen werden müssen. Aber wenigstens habt ihr jetzt eine kleine, fixe und schnelle Runde gesehen. Ich wollte euch auch nur noch ganz kurz sagen, ich habe einfach mega wenig Zeit, ein Video aufzunehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe einfach, ich muss arbeiten, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss so viel auf einmal machen und da habe ich echt keine Zeit für ein Video. Und dann müsst ihr einfach mal mit so einem Video klarkommen. Ich hoffe es einfach mal. Ich nehme jetzt am Ende noch hier, damit ihr nicht sauer auf mich seid, hier auf diese. Es tut mir leid, und es tut mir leid. Ich singe euch ein Lied und ich hoffe, es verzeiht es mir. So, ich hoffe, jetzt mit diesem Lied habt ihr euch gut auf das nächste Video eingestimmt. Sims kommt auf jeden Fall, Delta kommt auf jeden Fall, aber wie gesagt, in Delta und Sims muss man ja jetzt nicht irgendwelche PvP-Künste beweisen, aber in Ender Games und so eben schon. Und da ist es eben schwerer, eine Runde aufzunehmen, als wenn bei Delta, dann nimmst du 15 Minuten auf, du hast deine Folge und hier nimmst du vielleicht 2 Stunden auf und es muss nicht mal sein, dass du eine gute Runde hast. Deswegen nehme ich die jetzt einfach. Ich hoffe, ihr versteht das und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.